Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer VfB Lübeck-Karriere hier in FIFA 21. Wir starten heute rein in die Champions League-Gruppenphase gegen Chelsea, später noch gegen Atletico Madrid. Das werden also zwei richtig schwere Spiele. Und hier ist unsere Mannschaft natürlich mit Lunin im Tor. Das Debüt von Tavares auf der rechten Seite werden wir heute erleben. Im Zentrum wie immer Kapitän Kana und Mayra Sabrau. Links Netz, Kammerwinger Meier vor der Abwehr, Port, Lena, Lané und Walter Fernandes. Erstes Champions League Spiel für den Messi Regent bei uns. Ich freue mich sehr drauf. Haben wir erst ein einziges Mal mit ihm gespielt bis jetzt und jetzt kommt eben das zweite Mal. Wie gesagt, dazu noch das Debüt für den Mann hier vorne rechts im Bild, neben unserem Kapitän für Tavares. Also ja, das wird heute eine interessante Partie und dazu gegen diese Mannschaft. Rice sehen wir hier schon als Kapitän. Wir sehen unter anderem Gomez schon am Start. Wir sehen Jiménez, wir sehen natürlich Werner, Havertz. Es ist so eine kranke Mannschaft. Kepa im Tor. Das ist vielleicht noch nicht so heftig, aber der Rest ist, glaube ich, echt einfach nur krank. Linksverteidiger ist Juan Bernat, habe ich schon gesehen. Der spielt hier aber ganz woanders im Mittelfeld. James, Jiménez, Gomez, Chilwell, Rice, Adams, Kubo, Bernat, Havertz und Werner. Das ist eine Weltklasse-Mannschaft. Ah, nee. In den Rückraum für Meier. Arne Meier. Erster Abschluss nach 7 Minuten, pariert von Kepa im Tor von Chelsea. Die Ecke, die landet auch nicht gerade direkt bei uns. Prott macht weiter. Kammerwinger, Walter Fernandes. Oh, wenn er sich da durchdribbeln hätte können, das wäre komplett krank gewesen. Oh, und da ist es 1-0 für Chelsea. Juan Bernat, was ein Scheißtor. Was ein Scheißtor schon wieder. Ich hasse diese Tore. Ich hasse es wirklich, diese Gegentore. Wenn du einfach einen Meter mit dem Innenverteidiger falsch stehst, die KI, da kommt sowieso jeder Ball an und dann ist es wieder ein Rückstand. Ach, Chelsea ist aber auch so krass, also das ist ein Champions-League-Favorit hier, die Mannschaft, gegen die wir spielen müssen. Auf jeder Position, abgesehen vielleicht vom linken Mittelfeld, wo der Torschütze Juan Bernat steht, sind die meiner Meinung nach perfekt aufgestellt, aber Juan Bernat hat gerade gezeigt, dass er da auch perfekt spielen kann. Nicht nur ein Weltklasse-Linksverteidiger ist, sondern auch ein Weltklasse-linker Mittelfeldspieler. Oh nee. Lena. Ausgleich. Ja. Geil. Einfach geil. Wichtig. Direkt zurückzukommen. Direkt zurück. So will ich das sehen. Lané mit der Vorlage und Lena mit einem sauberen Abschluss. Bernard durchgesteckt. Havertz 2-1. Es ist so krank. Das ist doch krank. Was ist das denn für eine Mannschaft? Wieso müssen wir gegen solche Teams in der Gruppenphase spielen? Digga, ist doch unfair. Gut gemacht. Und da ist Walter Fernandes. Und da ist der erneute Ausgleich. Erstes Tor für den Messi Regen im Trikot von VfB Lübeck. Der Mann mit der Nummer 19. Der zweite Stürmer neben Lané macht auch gleichzeitig sein erstes Tor in der Champions League. Weil ich denke nicht, dass er mit Getafe, wo wir ihn, glaube ich, hergekauft haben, schon Champions League gespielt hat. Und hier macht er das super. Und wieder die Vorlage von Lané. Lané ist durch. Lané geschickt von Tavares. Und es ist das 3-2. Heißt er eigentlich Tavares oder Tavares? Also spricht man das ein bisschen schneller oder eher Tavares, sodass man das A lang spricht? Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß es irgendeiner von euch. Wichtig ist, wir führen gegen Chelsea. Ja? Gegen eine unfassbar starke Mannschaft. Lané an allen drei Toren direkt beteiligt. Der Typ ist und bleibt unersetzbar. Oh, aber das, also das ist so krank, Junge. Was ist denn Kai Havertz für ein Monster? Das ist so heftig. Was macht der denn mit uns? Was ist sein Problem? Hallo? Wir sind eine deutsche Mannschaft, da kann er doch mal ein bisschen freundlicher sein. Hier hat er mit Glück, dass der Ball irgendwie zu ihm kommt und dann jagt er den da so rein. 500 km/h, keine Chance, Lunin. 60 Minuten gespielt, wir tätigen den Doppelwechsel. Walter Fernandes und Kammerwinger gehen. Es kommen Jones und Xavi Simons in die Partie. Zwei absolut geniale Einwechselspieler, weil die echt nochmal, ja, einfach extrem viel Qualität mitbringen. Und da ist auch gleich Jones. Da ist er gleich. Jones, oben wartet Lané. Oh, da hätte ich selbst schießen müssen. Da hätte ich selbst schießen müssen mit Jones. Das war wieder dumm. Oh, jetzt liegt Kana auch noch da. Also wenn man mal einmal Scheiße am Fuß hat, dann hat man wirklich Scheiße am Fuß. Also wenn Kana sich jetzt hier noch länger verletzt, das wäre so bitter. Das wäre richtig, richtig bitter. Den werden wir auch gleich dann direkt auswechseln. Scheint irgendwie Schulter getroffen zu haben oder so. Das ist, ja, richtig bitter. Jetzt dann der angesprochene Wechsel. Kana geht verletzungsbedingt runter. Schäfer wird ihn ersetzen. Kontergelegenheit. Lena. Lena hat den Ball. Rüber. Für Lané.
4-3. 4-3. Zwei Tore, zwei Vorlagen, Dani. Unglaublich. 90 Minuten zu Dom. Eine Minute Nachspielzeit. Nochmal der Ball auf Havertz. Das ist immer gefährlich. Timo Werner ist am Start. Timo Werner und dann zu Adams. Aber dann ist Meier da. Schäfer zurück zum Keeper, zu Lunin, der die Kapitänsbinde übernommen hat. Ich verstehe FIFA nicht, warum man den Ball nicht so nach vorne schlagen kann. Es ist gut gegangen. Wir gewinnen 4-3 gegen eine Weltklasse-Mannschaft Chelsea. Das war ein krankes Spiel. Und der Mann mit der Nummer 11 hat wieder einmal gezeigt, dass er nach wie vor der wichtigste Spieler in diesem Team ist. Beide Mannschaften hatten sich extrem treffsicher in dieser Partie gezeigt. Wir hatten 5 Schüsse aufs Tor, 4 waren drin. Chelsea hatte 3, 3 waren auch drin. Also das war sehr interessant. Was ich mich jetzt aber frage, natürlich einerseits, was ist mit Kana? Andererseits, wer ist dieser Spieler hier? Ich dachte kurzzeitig vielleicht ein Neymar Region, aber nee. Was ich mich frage ist, genau, was ist eigentlich, wie sieht die deutsche Nationalmannschaft aus? Weil, wir haben ja jetzt gesehen, Timo Werner, Kai Havertz, die sind ganz gut. Und wir haben auch den ein oder anderen guten Spieler. Wie sieht deren Team aus? Und da haben wir es tatsächlich im 3-4-3-System. Absolut schrecklich, wie das in FIFA dargestellt ist. Leno im Tor, Tah, Süle, Toro, Nariga. Links spielt Prott, weil der ist ja eigentlich linker Mittelfeldspieler von seiner Hauptposition. Kimmich, Neuhaus, Gnabry, kein Arne Meier im Zentrum. Havertz dann über den rechten Flügel, Adeyemi und Werner. Auch kein Lena, also auch kein Luca Netz, weil die passen alle einfach nicht ins System. Das ist bitter. Was vielleicht auch bitter ist, ist die Verletzung von Kana. 5 Tage nur, das ist okay. Damit kommen wir klar. Heide hat ein Angebot, ein Leihangebot von Getafe. Da hatten wir schon mal eins angenommen, aber das ist nicht durchgegangen. Jetzt ja vielleicht das. Ich wollte mal gucken. Ja, genau, Walter Fernandes, den haben wir von Getafe geholt und Tavares von Barcelona. Und ich wollte jetzt mal was ausprobieren. Und zwar haben wir ja immer noch hier unsere alte Taktik. Und wir haben ja jetzt den Messi Region. Und der ist ja eigentlich rechter Flügel. Und warum sollten wir dann nicht mal gucken, ob man nicht vielleicht hier mal wieder mit dem System spielen könnte. Er kann die Position jetzt nicht so mega gut. Könnten wir uns aber mal überlegen, das mal gegen Atletico auszuprobieren. Das ist auf jeden Fall mal so mein Vorschlag. Da müssen wir hier die Bank aber mal wieder aktualisieren. Und auch die Startelf ist noch nicht so ganz aktuell. Einfach mit Arne Meier noch ja, ganz woanders. Aber ja, Xavi Simons ja auch immerhin auf der 83 mittlerweile. Der hat sich auch gut entwickelt, muss man ja ganz ehrlich so sagen. Und ist ein bisschen schade, dass er kein Stammspieler mehr ist. Aber so ist das normal, je weiter man eine Karriere fortgeht. Manchmal muss man dann auch kleinere Legenden aussortieren. Aber ich würde jetzt beispielsweise niemals ein Netz verkaufen oder ein Mayra Sabrau oder Kana, weil die sind so Ewigkeiten dabei. Das sind absolute Legenden. Aber vielleicht probieren wir dieses System mal gegen Atletico aus. Können wir uns überlegen. In der Simulation werden wir jetzt mal bei dem System bleiben. Gegen Wolfsburg müssen wir dazu ja noch auf Kapitän Kana verzichten. Schäfer übernimmt die Binde. Ne, die Binde, die geht mal zu Prott, weil der ist absolut wild. Rein geht es. Wir wollen die nächsten 3 Punkte gegen Wolfsburg. Es ist nur einer. Prott und Lena treffen, aber auch Zirkzee und Alvarado für Wolfsburg. Tavares hat seinen Entwicklungsplan abgeschlossen, ist jetzt gleich auf die 86 hochgegangen. Unfassbar geil. Dann können wir hier jetzt mal den schwachen Fuß trainieren. Und dann würde ich jetzt mal beim Messi Region einfach mal gucken. Also Walter Fernandes, ich nenne ihn jetzt immer Walter Fernandes, weil wir wissen jetzt, das ist der Messi Region. Wie lange der brauchen würde, um rechter Mittelfeldspieler zu werden. Und das ist relativ lange. Ja, ich bin jetzt nicht ganz abgeneigt, das zumindest mal auszuprobieren, aber wir werden ihn auf keinen Fall dazu umtrainieren. Auch zum Zehner würde er extrem lange seltsamerweise brauchen. Also eigentlich ist die Stürmerposition wirklich die perfekte für ihn. Deshalb werden wir ihn langfristig da auch spielen lassen. In der Liga läuft es nach wie vor nicht so richtig gut. Heider könnten wir im Winter an Getafe für ein halbes Jahr verleihen. Wenn das Ganze durchkommt, wäre das okay. Aktuell sitzt er bei uns nur auf der Bank herum. Liga läuft noch gar nicht. 5 Spiele, 8 Punkte, das ist nichts. Gegen Mainz will ich so sehr 3 Punkte sehen. Am liebsten so 6-0, die aus dem Stadion schießen. Es ist ein unfassbar knappes 2-1. Walter Fernandes und Pro Treffen, Barco für Mainz, aber immerhin 3 Punkte. Nun wartet also der nächste richtig große Gegner in der Champions League. Wir sind zu Gast im Estadio Metropolitano bei Atletico de Madrid in Madrid.
und freuen uns auf eine hoffentlich spannende und erfolgreiche Champions League Partie. Heute geht es nicht nur gegen eine unfassbar starke Mannschaft, nein, es geht auch gegen einen Ex-Spieler von uns, der uns vor mittlerweile fast 2 Jahren verlassen hat. Ich spreche natürlich von Gilmour, der jetzt hier hinter Hernandez im Bild ist. Den kennen wir noch sehr, sehr gut, hatte gute 1,5 Jahre bei uns. Dann ist er per Freiaufstiegsklausel gegangen und spielt seitdem bei Atletico im Mittelfeld eine wichtige Rolle. Wir haben als Ersatz uns den guten alten Camavinga geholt. Und da sehen wir Oblak im Tor, Wöber, Klostermann, Sauceda, Hernandez, Palacios, De Lorente, Gilmour, Uzzi und vorne hatten wir Nketiah und Joao Felix. Das ist unsere Mannschaft, Lunin im Tor. Und ich habe mich jetzt mal getraut, dieses System auszuprobieren. Viererkette bleibt natürlich gleich. Tavares, Kana, Mayras Abraão und Netz, Camavinga, Meier und dann eben 3 Mittelfeldspieler mit Fernandez, Lena, Prott und vorne Lane. Gleich kommt ein langer Ball von Arne Meier zu Walter Fernandez. Aber der, obwohl er 90 Pace hat, wird er da von Theo Hernandez eingeholt. Aber Theo Hernandez ist ja auch ein absolut schneller Spieler. Und einer meiner Lieblings-Linksverteidiger in ganz FIFA, glaube ich. Also das ist wirklich ein saugeiler Spielertyp. In einer privaten AC Milan-Karriere hatte ich sehr, sehr viel Spaß mit dem Typ. Also den kann man nur weiterempfehlen. Und oben seht ihr es auch eingeblendet, ein vertrautes Gesicht. Wir sprechen natürlich da von Gilmour. Bin mal gespannt, wie der sich hier heute präsentieren wird. Müsste ja auch so auf eine 87 oder sowas in der Art sein. Oh, und da sind sie im 16er, aber Mayras Abraão. So eine Grätsche hat er schon im Spiel gegen Chelsea hingelegt. Die habt ihr aber nicht gesehen. Die habt ihr gesehen und die war auch wieder richtig stark. Kontergelegenheit. Ist natürlich alles ein bisschen anders als sonst, wie die Spieler laufen und so. Aber damit kommen wir schon klar. Fernandez, der jetzt mal seine Position auf der rechten Seite völlig verlassen hat. Das macht er aber hier sehr, sehr stark. Also da sieht man schon, dass der Messi in ihm immer wieder durchkommt. Mir fällt in diesem Moment übrigens auf, dass ich davon gesprochen habe, dass Lena gar nicht in der deutschen Nationalmannschaft zu finden war. Ergibt auch absolut Sinn, weil der Junge ist ja gar nicht Deutscher, sondern der kommt ja aus Österreich. Heißt, der kann da gar nicht zu finden sein. Das jetzt hier mal kurz als kleiner Einschub am Rande für alle, die sich darüber schon aufgeregt haben. Camavinga und da läuft jetzt mal Lane. Lane kommt da zum Abschluss. Er kommt und Lena mit dem Abstauber. Es ist eine völlig gegenteilige Partie zum Spiel gegen Chelsea. Beide Mannschaften sehr auf Defensive beacht und dementsprechend wenig Torchancen. Wir nutzen jetzt mal hier zum Beginn der zweiten Halbzeit eine dieser wenigen Torchancen. Lane natürlich dran beteiligt. Wer denn sonst? Wer denn sonst? Und dann haben wir einen Haufen Glück, dass der Ball direkt vor den Füßen von Lena landet. Der umkurft dann noch Theo Hernandez und schiebt ein zum 1:0. Doppelwechsel Lübeck. Es kommen Xavi Simons und Heidern die Partie für Walter Fernandez und Camavinga. Walter Fernandez hat mir jetzt nicht so mega gut auf der rechten Seite gefallen. Deshalb werden wir wohl in Zukunft wieder auf unser 4-2-2-2-System umschalten. Einfach dann ihn wieder als Stürmer spielen. Ich denke, das passt einfach ein bisschen besser zum Spielertyp und ist ja auch kein Problem. Ich würde es halt einfach mal ausprobieren. Wir haben es jetzt ausprobiert. Es lief jetzt nicht schlecht, aber ich glaube, als Stürmer kann er uns doch deutlich mehr weiterhelfen. Mayras Abraão, der heute wieder eine überragende Partie abliefert. Für Prott, Mayras Abraão, gleich nochmal für Laurenz, Lena und Oblak. Letzter Wechsel auf unserer Seite, der heute sehr, sehr starke Tavares geht runter. Für ihn kommt Kircher in die Partie. Kircher holt den Ball. Wenn Kircher den Ball sich irgendwo holt, dann geht es immer schnurstracks nach vorne. In diesem Fall habe ich einfach keine Anspielstation so richtig gefunden und den Ball dann mehr oder weniger blind reingespielt. Bedeutet aber auch, dass Kircher jetzt hinten natürlich fehlt. Joao Felix kann sich aber nicht gegen Arne Meier durchsetzen und Heider zieht dann das Foul. Lena unten wartet. Heider. In den 16er und dann sauber abgegrätscht da vom Verteidiger. Das laufen die letzten 2 Minuten Nachspielzeit. Können wir hier tatsächlich noch einmal, oder zum zweiten Mal in Folge gewinnen. Es kommt nochmal Atletico. Das ist eine super Grätsche von Kircher. Auch wenn es ein Foul ist, ist es absolut okay. Denn es nimmt Zeit von der Uhr. Es stört den Konter. Und damit haben wir jetzt hier den Ball.
mit Lane und gewinnen tatsächlich auch das zweite Topspiel in der Champions League Gruppenphase. Das ist eine super Ausgangsposition für die nächsten Spiele. Und damit sind jetzt erstmal Chelsea als auch Atletico gefordert, denn wir haben unseren Job erledigt. Wie gesagt, das war ein ganz anderes Spiel als sonst. Hier sehen wir mal Billy Gilmore, der tatsächlich auf einer 88 sogar schon ist. Also der hat sich auch gut entwickelt, seitdem wir ihn verkauft haben. 290 Millionen Aufstiegsklausel, die werden wir in naher Zukunft wohl nicht ziehen können. Aber unsere Mannschaft ist auch extrem geil. Ja, das muss man mal so festhalten. Wir sind jetzt abgesehen von Walter Fernandes und Lena, die kurz vor der 85 stehen, überall 85 plus. Es macht extrem Bock, mit der Mannschaft zu spielen. Und so kann es weitergehen. So kann es echt weitergehen. Jugendmannschaft, da kommt jetzt der letzte Scout zurück. Die könnten wir danach nochmal losschicken. Aber ganz ehrlich, ich sehe nicht den Grund, warum. Weil wir werden eh keine Talente mehr großartig in die Karriere einbauen können und wir haben genug Talente. Die Jugendmannschaft ist rappelvoll, bis die alle sich mal bis die mal da rausgekommen sind aus der Jugendmannschaft, dann ist gefühlt schon wieder 10 Jahre vorbei. Marchante könnten wir verleihen, dazu Luca Netz fürs nächste Champions League Spiel gesperrt. Das ist aber nicht so schlimm, weil das ist, glaube ich, nur gegen Mighty Land und das ist dann jetzt nicht so tragisch. Heider wird tatsächlich uns im Winter verlassen, der wurde jetzt ja eingewechselt, hat das ganz ordentlich gemacht, aber ja, auch das so ein Talent, der wird sich wohl nicht großartig durchsetzen, obwohl er erst 18 ist, 72. Ja, es ist halt schade, dass man sowas irgendwie aufgrund des dynamischen Potenzials echt nicht mehr so leicht von der Bank machen kann. Andererseits finde ich es auch realistisch, aber ja, es tut natürlich ein bisschen weh. Man muss sich wirklich voll und ganz darauf konzentrieren, zum Beginn der Karriere in der dritten Liga die Talente hochzuziehen, so wie wir es bei Prott und Lena geschafft haben. Schäfer kam auch aus der Zeit, aber der war dann irgendwann nicht mehr Stammspieler und hat halt extrem an Potenzial und Entwicklung dann einbüßen müssen. So, wir simulieren jetzt erstmal gegen Hoffenheim und da hoffentlich 3 Punkte. Wir werden ein wenig zumindest mal rotieren. Packen hier einen Xavi Simons rein und ja, warte mal, könnten wir das nicht? Nee, das will ich auf gar keinen Fall. Jones hier hinstellen und dann so das Ganze. Ja, dann machen wir das mal so. Dann kriegt Lena auch eine Pause. Ich hoffe, wir gewinnen diesen 17. Bitte, Jungs. Och, unentschieden. Und erst in der 88. Minute der Ausgleich durch Jones. Wie kann denn diese geniale Mannschaft in der Simulation immer so reinscheißen? Marchante wurde ausgeliehen. Wir haben ein Angebot für Amaral. Das nehme ich sofort an. Der soll verkauft werden. Auch so ein Jugendspieler, der sich nie durchsetzen konnte. Jones möchte im nächsten Spiel spielen. Auch das in der Simulation gegen den 8. platzierten Freiburg. Und die sind damit direkt unter uns, weil wir sind 7. oder so. Also es läuft überhaupt nicht in der Liga. Jones hat im letzten Spiel getroffen, deshalb darf er auf jeden Fall spielen von Anfang an. Es ist wieder nur ein 1-1. Prott mit dem Tor. Champions League, da läuft es doch eigentlich bei uns. Da läuft es doch echt. Schäfer, Linksverteidiger. Nee, da spiele ich lieber mit Bravo Diaz. Kommt, Jungs, das ist Mighty Land. Also Champions League läuft, komm. Lasst uns das jetzt nicht verkacken, bitte. 3-1, Bravo Diaz trifft sogar. Und Lena und Jones treffen auch. Jones, den stellen wir jetzt gegen Frankfurt für die letzte Simulation auf jeden Fall nochmal in die Startelf, weil der ist gerade extrem gut drauf. Wir haben einige Nachrichten. Erstmal, Tavares ist sehr zufrieden aktuell bei uns. Das ist schön. Sperre von Netz aufgehoben. Stillstand bei Amaral. Und Entwicklungsplan Kraft, der ist auf der 70. Auch auf der Transferliste tatsächlich. Auch der eigentlich ein tolles Talent, aber keine Chance bei uns. Eintracht Frankfurt, die sind 6. Wir sind 10. mit dieser Mannschaft hier. Unfassbar. So, Jones wird reinrotiert. Mehr verändern wir nicht. Wollen 3 Punkte holen. Danach geht es in der nächsten Folge in den Pokal. Es ist ein Unentschieden. Es ist ein Unentschieden. Lane, Camavinga, Belotti und Laure Santairo treffen. Wir können nicht gewinnen in der Liga. Es geht nicht. Was ist das denn? Ich check es nicht. Ja, also okay, ich habe kein Spiel jetzt selbst gezockt, aber trotzdem, was ist das denn? Wir können doch nicht so reinscheißen in der Liga und in der Champions League gegen die größten Mannschaften der Welt gewinnen. Liga, da sind wir 9. 9. Gebt euch das mal. Wir sind jetzt schon ganze 4 Punkte hinter den Champions League Plätzen. Nichts, was man nicht aufholen könnte, aber das nervt mich schon. Das nervt mich schon ziemlich. Also da muss jetzt mal eine ordentliche Trendwende her. Wir haben erst eine Niederlage, wir haben einmal erst verloren, aber halt 5-mal unentschieden gespielt. Allein in dieser Folge 4-mal oder so. Naja, okay. Nächste Folge, Leverkusen auf jeden Fall.
Das werden wir auf jeden Fall spielen. Und dann mal gucken, was es noch gibt. Ich denke mal, die Partie gegen RB Leipzig sollten wir auf jeden Fall selbst annehmen. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit am Start. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Morgen geht es weiter mit dem BVB in FIFA 21 und in 2 Tagen dann hier mit dem VfB Lübeck. Bis dann, macht es gut und ciao.